Moin moin ihr Lieben, ich stehe hier im Portal, nein im Hub von Griefer Games und ich habe mir gedacht, für die jüngeren Mitspieler oder für die neueren auf Griefer Games, aber vielleicht auch für den einen oder anderen alten Hasen, der schon dabei ist, mache ich mal ein kleines Video, wie kann man eigentlich leben, wenn man keine eigenen Spawner hat. Jetzt gibt es ja die Farmen, die kennen wir schon, aber der Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit, nämlich eine ganze Menge öffentlicher Spawner. Ja, und da habe ich euch mal ein paar rausgesucht. Und die schauen wir uns jetzt auch direkt mal an. Und zwar gibt es eine sehr, 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 sehr schöne öffentliche Spawner-Farm auf CB1. Moment, oh, ich laufe gerade falsch. Wenn ihr auf CB1 joint. Klack, 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 klack. Dann findet ihr hier /PH Chili Perry. Halt das Chili mit Y. Chili Perry. PH Chili Perry. Und hier könnt ihr euch frei bedienen. Da ist gerade jemand, bedient sich. Und da könnt ihr einfach draufklicken, könnt ihr euch bedienen. Das sind alles Erze-Spawner hier. Und das Schöne ist, sie sind mit Filter-Upgrades. Das heißt, hier kriegt ihr zum Beispiel Smaragde mit raus. Ah gut, hier hat er jetzt gerade leer gemacht. Da gibt es auf jeden Fall Diamanten mit raus. Hier drüben gibt es auch Diamant und hier gibt es auch wieder Smaragde. Ja, und das sind insgesamt 4 mal 4, also hier 16 mal 4, 32, 64 Spawner, die ihr hier ausräumen könnt. Und ganz wichtig, die Schilder beachten. Das ist auf fast allen dieser Farmen so. Wer öffnet, muss alles leeren. Ja, das heißt, wenn du hier reingehst, du kannst dir nicht nur jetzt das Erz rausnehmen, weil es dir gefällt, oder nur die Sachen, die du für wertvoll hältst, sondern bitte einmal alles leer machen. Und was du nicht brauchst, das kannst du aber direkt hier vor Ort einfach auch hier wieder in den Spendenbrunnen hauen. So, und dann ist gut mit dem Lack. Ja, also, hier Chili Perry, eine Menge Spawner zum Leeren. Auch hier stehen nochmal Informationen dazu. Sehr, sehr, sehr schönes Ding. Dann geht's weiter im Portal auf CB2. Da hat nämlich der liebe MoneyTV, den kennt ihr vielleicht auch aus YouTube, der liebe MoneyTV hat dort auf CB2 auch so ein kleines öffentliches Spawner-Plot gemacht, wo ihr euch bedienen könnt. Und zwar ist das PH Money. PHMANNI. Und dann geht ihr einfach mal durch bis ans Ende. Und hier haben wir so eine kleine Wand, 4x3, also 4×8, 12 Spawner. Schauen wir mal, ob da was drin ist. Ah, da war auch gerade jemand. Also man muss natürlich gucken, dass man zur richtigen Zeit hinkommt, ne? Oder zwischendurch halt immer wieder mal hingehen. Allerdings, lasst euch nicht abschrecken. Durch die Menge, durch die Anzahl der Spawner ist es gar nicht so wild, wenn der nicht vollständig gefüllt ist, sondern ihr bekommt trotzdem eine ganze Menge zusammen. Also ich habe das gestern mal getestet und bin einfach mal alle Farmen abgegangen und habe alles mitgenommen, was ich mitnehmen konnte. Und da kam richtig viel Zeug zusammen. Richtig viel. Dann gehen wir zurück ins Portal. Dann haben wir nämlich das nächste auf CB3 und das gefiel mir richtig gut. Richtig, richtig stark. Eins meiner Lieblingsöffentlichen Spawner-Plots. Mal gucken, wann wir rein dürfen. So, /PHXP-Farm heißt die. Ah ne, das ist es gar nicht. Aber das ist auch sehr cool. Also ihr seht hier, das sind in jeder Reihe 6, 12, 18, 24 und da sind nochmal 3, sind 27 Spawner. Und die sind auch ja, gar nicht mal so schlecht gefüllt gerade. Also hier war zwar jemand, aber das ist schon ein Moment her. Könnt euch frei bedienen. Und auch hier gilt, was ihr nicht braucht, alles rausnehmen. Was ihr nicht braucht, einfach in die Trichter reinwerfen, damit ihr hier keinen Bann bekommt. Ja, ganz wichtig. Guckt, da steht schon der nächste zum Ausräumen. Da plus weg. Der macht jetzt einmal leer. Und was hier in den Trichter läuft, das sammelt sich hier unten und führt wahrscheinlich in irgendwelche Truhen oder so. Aber wenn man jetzt mal hier runter geht. Ah ja, da hat man es kurz gesehen. Alles klar. So, was haben wir noch? Das war PHXP-Farm auf CB3 und jetzt gehen wir weiter zu CB5. Und glaubt mir, wenn ihr die Liste einmal komplett abarbeitet, ich packe euch in die Videobeschreibung mit rein, einmal die gesamte Liste der Plots und CBs, wenn ihr die komplett abarbeitet, dann habt ihr so viel Zeug zusammen, selbst wenn nicht alles voll ist. Hier ist, glaube ich, jetzt die richtig fette und zwar ist das PHFBG-Erze. Genau, das ist der absolute Hammer, das Ding. Erstens gefällt es mir optisch sehr gut. Zweitens, auch hier sind überall die Filter-Upgrades drin. Das heißt, ihr kriegt hier alle Arten von Erzen. Hier sind Golderze, Eisenerze, Diamanterze, Redstone-Erze, Smaragderze, Kohleerze. Es sind alle Erze hier, die man bekommen kann. Und zwar immer in so Dreiersäulen. Dann bitte Kobbel immer hier in den Mülleimer werfen. Ganz wichtig, nicht in diese Kiste. Hier stehen überall Kisten, da könnt ihr reinwerfen, was ihr... Wenn ihr ausgeleert habt und ihr sagt, oh, ich brauche kein Lapislazuli mehr,
kein Lapislazuli mehr. Davon habe ich genug. Dann schmeißt das einfach hier in die große Truhe rein. Und alles andere Kobbel und Zeug, was ihr nicht braucht, einfach hier in den Mülleimer werfen. Und diese Kisten, um es weiterzugeben, und diese Mülleimer, die sind hier fast überall. Ja? Also hier ist der nächste mit der Kiste. Hier sind diese ganzen Spawner drumherum. Und das Ganze geht hier immer weiter. Ja gut, man kann den Weg lang laufen, man kann aber auch schwimmen. Hier geht's weiter. Ihr seht, das sind eine ganze Menge Spawner. Ich habe noch gar nicht gezählt, wie viele das sind. Vielleicht steht das hier auf der Wand zufällig. Nee, das sind die Spenden. Okay, wir können mal kurz zuzählen. Das sind 3, 6, 9. 3, 6, 9. 12, 15, 18. 21, 24. 27, 30, 33, 36, ja, 36 Spawner. Also das Plot ist richtig cool. Das ist in vielerlei Hinsicht echt mein Lieblingsplot von denen, die wir hier besuchen. Aber es gibt noch eins, das ist noch krasser. Noch krasser von der Anzahl der Spawner und allem her. So, dann gibt es hier auf dem CB5 aber auch noch PH-Schallplatten. Hier müsst ihr aufpassen, der Kollege warnt auch ganz deutlich, wenn man den Mist einfach irgendwo hinwirft oder hier auch sich nur die Erze rausnackt, dann wird man ganz schnell gebannt. Ja, also auch hier mit Filter-Update, auch hier kriegt man wieder die Erze raus. Hier in dem Fall, glaube ich, alles Diamanterz. Ja, genau. Aber auch hier stark kann man sich frei bedienen. Hier nochmal die Anleitung vorne dran. Und hier hat er auch Kisten für alles, was man nicht braucht. Ja, aber auch für einen Stein zum Beispiel braucht er hier nicht in den Müll werfen, sondern könnt ihr einfach die Kiste werfen. Und dann werdet ihr das auch los. Hier ist sogar noch ein Pick-Spawner dazwischen. Warum? Keine Ahnung. Ja. Und es ist auch gleichzeitig eine Farm. Also wenn man hier weitergeht, kann man hier hinten irgendwo runterhüpfen. Hier ist jetzt Lager. Ah, da ist hinten Fisch, glaube ich, drin. Ja, genau. Die landen unten. Zack. Dann kann man hier Pigment kloppen. Ja, hier kann man auch irgendwas kloppen. Keine Ahnung, was da runterkommt. Also hier gibt es eine Menge zu sehen. Dann gehen wir weiter ins Portal und gehen auf CB Nummer 6. Und da haben wir gleich drei solcher Passivfarmen. Na komm schon. Und zwar ist das PH Cobbler. Entschuldigung, PH nicht Cobbler, sondern Free Cobbler. Wie gesagt, die Namen und die Links könnt ihr euch alle nochmal in der Beschreibung nachlesen unten. So, hier ist jetzt richtig was drin, sogar. Hier stehen nur vier Stück rum, dafür ist der aber nicht so besucht. Oh, jetzt habe ich aus Versehen was genommen, wollte ich gar nicht. Komm, das schenke ich dem wieder zurück. Ah, darf ich nicht. Okay, ja, dann muss ich es behalten. Vier Stück ist nicht so viel. Dafür gibt es aber hier auch noch PHCB6-Info. Da sind dann auch noch ein paar. Hier sehen wir, da ist der Plus weg, den wir eben schon gesehen haben. Auf CB5, der ist jetzt auch hier gerade am Runde machen. So, hier sind also verschiedene Spawner. Ja. Könnt ihr euch auch bedienen. Manchmal lohnt es auch einfach nur, um die XP zu farmen, wenn man gerade welche braucht. Dann haben wir PH Purge Farm. Hier gibt es dann erstmal nur die vier hier vorne, die habe ich entdeckt. Ich weiß nicht, ob es mehrere Passivspawner gibt. Auf jeden Fall ist das hier auch eine große Farm, bei denen man alles Mögliche farmen kann. Also so eine richtig schöne große Community Farm. Lohnt es vielleicht auch zum Farmen mal herzukommen, wenn ihr sowieso auf CB6 seid. Genau. Wir gehen weiter ins Portal auf CB7. Ganz wichtig, wenn ihr weitere Farmen kennt, die ich heute nicht in dem Video zeige, wo man sich an Cobblespawner bedienen kann, dann schreibt sie einfach unten in die Kommentare, da freut sich die Community drüber, dann können die das lesen und können sich auch dort noch sammeln. Ich habe mit Sicherheit noch nicht alle Quellen aufgetan. So, PHCB7 auf CB7. Ah, dann stehen hier so eine Säule. Und die ist... Achso, 15 Sekunden warten. Die ist nicht riesig, aber hier hat sich offenbar noch keiner bedient. Also es kann schnell gehen. Ja, doch, aber hat nur die Erze rausgenommen und nicht die... Ja, das passiert halt, ne? Deswegen, es ist, hier sieht man ein schönes Beispiel, warum ihr auf jeden Fall auch den Cobble rausräumen solltet, auch wenn ihr den nicht braucht und dann entsorgt ihn halt. Der nächste freut sich, wenn er nicht der ganze Spawner irgendwann voll mit Cobble ist und man sonst nichts mehr daraus bekommen kann. So, auf CB7 gibt es aber auch noch PH Kiko, K-I-C-O. So, PH Kiko. Und, Moment, wieso bin ich denn hier? Ach, PH Kiko unterstrich. Wir sind nämlich gerade im Köpfenmuseum von T
TMB. Okay, hier ist Kiko. Da sieht man, gibt es diverse normale Farmen. Und wenn man hier hinten so ein bisschen reinschleicht, dann verstecken sich hier auch Cobblespawner. Kann man sich frei bedienen. Also, ihr werdet nicht Hunger leiden und ihr werdet auch nicht verarmen, wenn ihr hier diese Sachen ablauft. PH gehen wir auch nur mal ganz schnell hin. Iron, Stone, 112 und zwar das zweite Plot. Doch, müsste stimmen. Dann geht mal hier rein. Nein. Wo war das? Der hat seine Plot-Reihenfolge geändert. Gestern war das zweite Plot noch das richtige. Hier ist es, das dritte Plot. Es ist jetzt das dritte Plot, nicht mehr das zweite Plot. Da geht ihr hier unten rein. Hier in die Straße rein. Und dann findet ihr hier direkt die Spawner. Ah, also auch hier. 1, 2, 3, 4, 5 Passiv-Spawner. Und ebenfalls auf CB7. Wer es nicht kennt, der hat die Welt, glaube ich, verpennt. PHCB7-Bot. PHCB7-Bot. Der Bot von Dobi. Hier stehen auch so ein paar Spawner rum, wo man sich frei bedienen kann. So. Also hier ganz entspannt. Zwei Spawner. Hier vorne nochmal zwei Spawner. Kann man sich ganz auf entspannt bedienen. Und bei der Gelegenheit noch ein bisschen was shoppen hier. Okay, dann haben wir CB7 auch hinter uns gelassen und gehen zu CB8. CB8. Und zwar ein super, super schönes Plot. Zugeben, da sind nicht beliebig viele Spawner drauf, aber das Plot sieht einfach richtig geil aus. PH Falcon. F-A-L-C-O-N. PH Falcon. Ja, ich nehme jetzt einfach mal die Abkürzung mit Nofall. Hier haben wir den Millennium Falcon draufstehen. Ne? Ziemlich cooles Ding. Und wenn man hier hinten in die Ecke geht, hier stehen noch ein paar andere Schiffe, gibt es hier einmal passiv Spinne, kann man sich bedienen, wenn man was braucht. Es gibt passiv Creeper. Dann gibt es hier noch passiv Lohe, zwei Stück. Und dann gibt es hier einmal Trepp rauf. Gibt es hier Kobbel mit Erze, also hier auch mit Filter Upgrade, mit Eisen, mit Dia und mit Redstone. Und hier hinten kann man dann noch ein paar Zombie-Pigments killen, wenn man möchte. Also auch hier eine ganze Menge Möglichkeiten. Und auch hier, wenn ihr die Spawner leergeräumt habt, einen Mülleimer, um Koppel und den ganzen anderen Kram, den ihr nicht braucht, loszuwerden. Richtig schönes Plot. Ich zeige euch nicht mehr. Schaut es euch mal in Ruhe selbst an. Und wir gehen weiter zu auch ein super abgefahrenes Plot. Und ich habe es nicht geschafft zu zählen, wie viele Spawner da sind. Das ist PH Skyland hier auf CB8. PH Skyland, also erstens ist das ein riesen Plot, zweitens ist das wahnsinnig geil gebaut und drittens blicke ich gerade nicht durch, wo ich langlaufen muss, ich habe es verpeilt. Oh nein, nochmal, hier ist die Treppe. Also es fängt hier schon direkt an, Spawner im Boden, hier Spawner, alle möglichen Spawner, also hier findet ihr wirklich alles. Es sind aber auch massenweise Cobblespawner dazwischen. Ihr seht es hier drüben, geht es weiter. Hier sind überall Spawner drin. Dann geht es hier einmal im Kreis. Spawner. Überall. Dann geht es hier hinter. Spawner. Dann geht ihr hier die Treppe rauf. Dann denkt ihr, das war's. Nein, dann geht es hier wieder los. Spawner. Die sind alle frei im Zugriff. Ja? Einfach draufklicken, könnt ihr euch bedienen. Die äußere Reihe. Einmal rundherum, aber auch die innere Reihe. Ich weiß nicht, wie viele Spawner hier gesetzt wurden, aber es ist der absolute Wahnsinn und alle frei zugänglich für euch. Und dazu noch ein sehr, sehr, sehr geiles Plot. Und ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass der aufhört. Ich habe das Gefühl, da kommt noch einiges dazu. Jo, und wer lieber auf Tod steht, der sollte hier sich einfach mal fallen lassen in die tiefen Krater. Allerdings, wenn ihr keinen No-Fall habt oder kein Fly an ist, ist das nicht zu empfehlen. Also seid ein bisschen vorsichtig auf dem Plot. So, dann gehen wir weiter. CB10. CB10, da haben wir nämlich auch noch was. Ich zeige es euch nur kurz. Und zwar ist das PH Pfarm. Das Problem ist, PH Pfarm ist derzeit nicht nutzbar. Ja, ich zeige euch das kurz. Wenn ihr da drauf liegt, die Flag-Use muss gesetzt sein. Und zwar hängt hier ein Schild dran. Bis aufs erste wegen Missbrauch deaktiviert. Wie ich das löse, muss ich die Tage mal gucken. Sumi. Also, ihr seht, Sumi hat hier verdammt viele Cobblespawner auch. Und die sind, soweit ich weiß, auch gar nicht so schlecht ausgebaut. Das heißt, wenn das wieder am Laufen ist, PH Farm auf CB10 eine gute Adresse.
Weiter geht's mit CB11. CB11 haben wir nämlich auch nochmal ein richtig schönes Ding, glaube ich. Und zwar ist das hier /PH-Koppler. Genau, hier stehen nämlich auch nochmal eine ganze Reihe Spawner. Und hier stehen auch Truhen. Da könnt ihr auch direkt reinlegen, was ihr nicht braucht. Also ihr leert bitte die Spawner auch hier wieder komplett aus. Und alles, was ihr nicht braucht, schmeißt ihr einfach in die Truhen rein. Jetzt müssen wir kurz warten, dass die 15 Sekunden um sind. Genau, ah, hier war gerade einer auf Diebestour. Aber die sind auch alle so mittelmäßig ausgebaut. Trotzdem eine sehr schöne Sache. Ich weiß nicht, ob er hier die Filter, ich kann es ja nicht erkennen, aber ich meine, hier wären auch die Filter. Ja, genau, hier sieht man es. Die Filter sind auch alle drin, also auch hier kriegt ihr die Erze. Und zwar an 1, 2, 4, 8, 12, 24 Spawnern. Und auch das hier ist eine große Farm, Community Farm. Das heißt, wenn ihr hier rauslauft und ein bisschen euch umschaut, dann werdet ihr rausfinden, ja, hier zum Beispiel gibt es dann Slime zu farmen, ne? Oder was haben wir hier? Ohne Verbrennung. Enderman. Enderman, hier. Also, auch hier eine coole Farm, schön gebaut. Nur zu empfehlen. Aber wir sind ja nicht hier wegen der Community Farm, sondern wir sind ja hier wegen der Passiv Farm. Um die geht es ja heute. Also, das war PH Koppler auf CB11. Und wir ziehen weiter auf CB15. Da haben wir nämlich gleich nochmal drei verschiedene Passiv Farmen, die wir abgraben können. Apropos CB15, wer am Osterevent teilnimmt, ich freue mich auf die Ergebnisse. Es geht immer weiter. Ich sehe, wie ihr fleißig am Bauen seid. Und bin sehr gespannt, was da noch alles rauskommt. CB15, PHINC-Koppler. Was? Wieso geht das nicht? Bin ich nicht auf 15? Doch, ich bin noch auf 15. Keine Ahnung, was da schief geht. Irgendwie geht das nicht mehr. Irgendwie gibt es das pH nicht mehr. Hä? Ich war doch gestern auf allen pHs. Na gut, dann gehen wir halt zu richtig cool auch pH Mega minus Erze. pH Mega Erze. Und jetzt Freak Out. Schaut euch das mal an. Schaut euch an, wie viele Spawner hier stehen. Ich weiß nicht, ob man das so richtig erkennt. Aber das geht hier einmal im Kreis. Da in der Mitte stecken auch noch welche drin. Also hier steckt richtig viel Kohle drin. Es ist einfach abartig. Und ja, selbst hier war jemand und hat geleert. Hier gibt es am Rand den Brunnen, wo man Sachen reinwerfen kann, die man nicht braucht. Einfach da reinhauen und glücklich sein. Und ja, hier könnt ihr euch austoben. Also Massen. PH Mega Erze. Guck, Lord Schnecke ist hier und versucht sich auch noch was zu snacken. Also absoluter Hammer, was hier alles rumsteht. Das ist das krasseste Plot von der Spawneranzahl, definitiv das krasseste Plot, was ich in der Liste habe. So, dann kommt hier trotzdem noch PH T4E. Etwas überschaulicher, trotzdem schön, vor allen Dingen alles mögliche dabei. Hier Wächter, Koppler, Creeper, Hexe, Koppler, Lohe, Slime, Koppler, Schaf, Tinte, Koppler und Wither-Skelett. Wither-Skelett? Nee, Skelett. Skelett-Spawner, genau. Jetzt habe ich wieder Pfeile mitgenommen. Eieiei, kann ich die hier ablegen? Ja. Also hier könnt ihr auch Sachen reinlegen, was ihr nicht braucht. Und ja, das war's mit CB15. Und jetzt ganz zum Schluss noch einer, nämlich auf CB19. Und zwar ist das hier lang pH-Graphenerze. pH-Graphenerze. /pH-Graphenerze. So, die mittleren sind glaube ich nicht im Zugriff, aber hier die äußeren. Also hier die 4, 8, 12, hier nochmal, da nochmal, da nochmal sind 48 Spawner. Die in der Mitte sind aktuell zumindest nicht freigegeben. Warum, weiß ich nicht. Aber die äußeren sind definitiv freigegeben. Also da geht was. 48 freigegebene und die Mitte nicht. Ja, okay. Das war's auch schon mit unserer Liste der passiven Spawner. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr kennt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr Bock auf mehr solche Videos habt, dann macht einfach ein Abo drauf.
Wenn ihr noch mehr Bock auf solche Videos habt, lasst doch ein Abo da, aktiviert die Glocke, gebt mir ein Like nach oben, das Däumchen schön, und schreibt das in die Kommentare rein. Ich freue mich über Kommentare. Ich lese die auch alle, keine Sorge. Und wir sehen uns wieder, wenn ich wieder was Neues für euch habe. Bis dann, haut rein, euer Rouge. Ach übrigens, Montag ist wieder Livestream. Einfach mal reinschauen. Bis dann, haut rein. Ciao.